Regiert hat er nie. Der Schröder regiert jeden Tag. Das ist ja das Furchtbare. Wenn Sie bei Schröder, wenn Sie da mitreden wollen, dann dürfen Sie kein einziges Interview verpassen. Wenn jemand fragt, sagen Sie mal, was halten Sie von dem, was Schröder gestern wieder zur Gesundheitspolitik gesagt hat? Und Sie fragen nicht sofort zurück, meinen Sie das Interview um 3 oder das um 3:30? Eine halbe Stunde, das ist bei dem Tempo, in dem Gerhard Schröder dazulernt, ein kleines Universum. Das heißt, der Mann habe keine Visionen. Ist auch Quatsch. Der hat die sogar alle verwirklicht. Schröder ist Kanzler. Mehr hat er nie gewollt. Seitdem ist er gut drauf. Super Job, macht Spaß. Der fühlt sich doch wie Slatko persönlich. Er speist sein Selbstbewusstsein aus der gleichen Quelle. Das ist die neue Mode in Deutschland. Ich nenne das die Arroganz der Debilität. Je blöder Sie sind, desto schneller werden Sie Kult in diesem Land. Blub, blub. Den Schröder können Sie aber mit Eiern beschmeißen. Der wird da stehen. Mehr, mehr. Für den Schröder sind das alles Zuwendungen, das sind Sachspenden. Der kommt aus ganz kleinen Verhältnissen, der Schröder. Die waren ja wirklich arm, als er Kind war, ja. Da erzählt er auch gerne von. Die waren richtig arm. Jetzt ist er Kanzler. Er ist selig. Und diese ganze Spannbreite von arm bis selig, das verkörpert er. Die CDU hat das Privatfernsehen gegen den Willen der Sozialdemokraten durchgesetzt. Und der Schröder ist der Erste, der kapiert hat, wie er mit dem Medium umgeht. Der ist voll privatfernsehkompatibel. Immer fröhlich, immer freundlich. Ne? Der Schäuble wird da immer so mürrisch. Die Merkel auch, die hat so was Patziges. Ne? Hat sich beim Schäuble abgeguckt. Die typische Merkel und Schäuble Antwort, wenn Sie nicht weiter wissen, diese Frage stellt sich für mich nicht. Was denn das für eine Antwort, sagen Sie mal. Ja, probieren Sie das mal bei der nächsten Alkoholkontrolle. Der Schröder ist ganz anders. Der ist immer freundlich, der ist immer jovial. Und den Schröder hat man so brutal interviewt wie noch nie einen Kanzler vor ihm. Herr Schröder, was ist los? Heute das, morgen das. Haben Sie überhaupt einen Plan? Oder interessiert Sie nur, wo die nächste Kuhiba herkommt? Dann bleibt der Schröder freundlich. Dann sagt der Schröder, das war aber jetzt eine Fangfrage. sehen Sie mal. Nun nehme ich mir extra die Zeit, um hier mit Ihnen von der Presse mal in Ruhe ein bisschen zu plaudern. Die Doris hat vorhin noch gesagt, Gerd musste wirklich schon wieder weg. Aber als ich ihr gesagt habe, dass ich mich mit Ihnen hier treffe, da hat sie mir doch extra noch die Dose mit dem Plätzchen mitgegeben, die wir vorhin ihr verteilt haben. Ich hoffe, Sie haben alle was abbekommen. Also wenn Sie Beschwerden wegen der Plätzchen haben, sagen Sie das ruhig. Die Doris hat das Rezept zum ersten Mal ausprobiert. Das können wir nachbessern. Wir wollen ja, dass Sie sich alle wohlfühlen bei der Presse. Sie haben ja nur auch einen schweren Job. Sie müssen hier auch jeden Tag eine Zeitung vollschreiben. So, wer hat denn noch eine Frage? So. Schröder, das ist ein Macher. Wenn er sie in Hemd anzieht, da krempeln sich die Ärmel von selber auf. Medienzeitalter, Dienstleistung, das hat der Schröder kombiniert. Der Schröder ist als Kanzler Darsteller, unser oberster Dienstleister. Deshalb nimmt er nichts persönlich. Wenn den Leuten etwas nicht gefällt, was er gesagt hat, er weiß, es geht nicht gegen ihn als Mensch. Es geht nur um den Text, den er aufgesagt hat. Dann lässt er sich was Neues schreiben. Was soll das denn? Rot-Grün ist eine interaktive Daily Soap mit Cliffhanger. Und Schröder ist der Top-Verkäufer. Das hat er gelernt. Seine Ausbildung. Hauptschule, dann Ausbildung als Verkäufer. Das ist Schröders Primärsozialisation. Das kriegen Sie nie wieder raus. Das ist diese Pick- und Kloppenburg-Herren-Oberbekleidungsmentalität. Das sind Menschen, die stehen vor erwachsenen Männern mit viel zu kurzen Hosen und sagen, Sie können das tragen.